Du wolltest schon immer mal bei einer Aufnahme von Reloxy dabei sein? Ja. Du möchtest extrem viel Spaß haben? Nö. Dann joine jetzt meinen brandneuen Discord-Server, Reloxys RP. Komm in die Gruppe! Mein RTL! Ja klar, jetzt sind wir ganz alle... warte mal, mach die Kamera aus! Link in der Beschreibung. Spudermann, Spudermann, use whatever as Spudermann. Einfach arabische Version, Freunde. Okay, Freunde, heute gibt es das komplette Ende meiner Spider-Man-Serie plus das Finale und ich dachte mir, ich werde das Ganze einfach mal als Film machen. Ach so, und Freunde, natürlich vergessen wir auch heute nicht das tägliche Quiz und zwar: Welcher dieser Marvel-Charaktere ist der stärkste im ganzen Marvel-Universum? Ist es A, der Ant-Man-Skin ist der stärkste? Ist es B, der Deadpool... warte mal. Ist es B, der Deadpool-Skin ist der stärkste? Ist es C, Thor ist der stärkste Charakter? Oder ist es D, der Thanos-Skin ist der stärkste? Falls ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare rein. Achso, und natürlich grüße ich auch heute wieder drei aktive Zuschauer, die im letzten Video das Quiz richtig hatten. Und heute ist der liebe Alex Alexander, der liebe It'sMatt44 und der liebe Muigoku. Freunde, falls auch ihr im nächsten Video gegrüßt werden möchtet, dann lasst jetzt unbedingt ein Like. Da schaffen wir auf das Video die 2000 Likes. Wirklich alle liken, alle liken, Mann. Abonniert diesen Kanal hier und aktiviert unbedingt die Glocke. Und jetzt, Freunde, holt euch was zu knabbern, joint meinem Discord-Server und schaut das Video unbedingt bis zum Ende an. Viel Spaß. Und natürlich Creator-Code Reloxy 2.0 im Itemshop eintragen. Kuss. Oh Mann, ey, hatte ich einen schönen Traum. Ich war einfach Spider-Man und hab die gesamte Stadt gerettet und das richtig hübsche Mädchen, Mann. Oh, jetzt erstmal wach werden. Na los. Wartet mal, Freunde, wo bin ich hier bitte? Warum bin ich so stark, Mann? Und einen Moment mal, bin ich etwa... Nein, ich muss schnell in den Spiegel schauen. Tatsächlich, ich bin einfach zu Spider-Man geworden. Das kann doch nicht sein. Wie ist das bitte passiert, Mann? Träume ich gerade? Na los, ich muss mich irgendwie kneifen, hä? Das funktioniert irgendwie nicht. Wartet mal, ich habe wohl zu viel Spider-Man geguckt und jetzt bin ich einfach in Spider-Mans Körper gefangen oder so. Oh Mann, ey, nicht schon wieder. Damals war ich schon in Supermans Körper gefangen. Davor war ich noch in anderen Körpern gefangen und jetzt einfach in Spider-Mans. Okay, alles ist gut, Oxy, ja? Du musst jetzt einfach nur checken, was passiert. Peter, wach auf. Warte mal, ist das meine Tante? Oh, ja, das ist die Tante aus dem Film. Okay, ganz ruhig, Peter, was musst du jetzt machen? Du bist in deinem Anzug, sie darf doch gar nicht wissen, dass du das bist, dass du Spider-Man bist. Okay, ich muss mich schnell umziehen. Ja, ich mach gleich auf, ich muss kurz was machen. Ja, Peter, komm jetzt runter, frühstücken. Du musst zur Schule. Beeil dich bitte. Ja, Mama, ich beeil mich bitte. Komm noch nicht rein. Okay, schnell. Okay, schnell umziehen. Da unten sind meine Sachen. Und? Peter, ich komm gleich rein. Okay, ich habe meinen Anzug ausgezogen, Mann. Perfekt. Oh, dann los. Oh, hallo, Tante. Na, bist du ja endlich. Was hat das so lange gedauert? Oh, Tante, tut mir echt leid. Ich musste noch meine Socken und sowas anziehen. Du weißt doch, das ist ein bisschen schwierig. Oh, Mann, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, Mann. Wie verhält sich denn bitte Peter Parker gegenüber seiner Tante? Du bist doch meine Tante, richtig? Ja, warum sollte ich das nicht sein? Ach so, nur so auf jeden Fall. Tante, was hast du für ein Outfit an? Warum bist du zu Weihnachten nicht angezogen? Naja, wir haben doch bald Weihnachten und ich dachte, Dezember, bald Weihnachten, da kann man schon ein bisschen Stimmung haben. Ja, okay, Tante, da hast du auf jeden Fall recht. Ich komme dann gleich runter und dann müssen wir direkt zur Schule, ist das richtig? Ja, aber beeil dich, okay? Alles klar, Tante. Oh Mann, das ist gerade so noch knapp gewesen. Na los, ich muss meine ganzen Sachen packen. Aber ich muss jetzt erstmal herausfinden, wie bin ich überhaupt in dieses Universum hier reingekommen? Wieso bin ich jetzt auf einmal Peter Parker? Wieso bin ich Spider-Man? Okay, egal, na los, ab meine Bücher rein in meine Tasche, zack und so, perfekt. Peter, kommst du jetzt runter? Der Tisch ist gedeckt und außerdem wartet deine Tante May auf dich. Also ich. So, ich habe jetzt alle meine Bücher da reingetan. Ah, mein Zimmer ist echt kalt, aber ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie bin ich in dieses Universum hier reingekommen. Wenn ich ein Spider-Man bin, dann muss ich doch irgendetwas machen. Ich muss doch gegen Superhelden kämpfen und nicht irgendwie hier bei Tante May chillen oder so etwas. Ich muss doch gegen Bösewichte kämpfen und Mädchen retten. Okay, alles gut, na los, ab meine Sachen da rein. Tante May, ich komme sofort. Kommst du jetzt endlich, Peter? Ja, klar, ich komme direkt, Tante May. Okay, na los. Okay, Oxy, alles wird gut. Ja, verhalte dich einfach unauffällig und du kriegst das Ganze. Wow! Oh je, das hat sich aber schlimm angehört. Ist alles in Ordnung bei dir? Ah, Mann, ich habe mich voll verletzt. Oh nein, das darf mir doch nicht auffallen. Ja, klar, alles gut, Mom. Ich meine Tante. Peter, warum nennst du mich denn Mom? Also das Ganze hat einen ganz einfachen Grund und zwar, mir ist heute halt echt kalt. Peter, was hat denn das damit zu tun? Du verhältst dich heute echt merkwürdig. Ja, Mom, tut mir leid. Ich meine Tante. Peter, warum denn die ganze Zeit Mom? Ich bin's, deine Tante.
May. Ach, Tante May, du bist drauf reingefallen. Ein kleiner Scherz von Peter zu Tante. Du weißt doch, wir sind doch hier Besties und so. Na, Peter. Ich falle ja, immer ja, wieder das, auf deine Witze. Das war ein Witz auf jeden Fall. Hast du leckeres Essen gemacht? Okay, das war gerade so noch knapp, Mann. Oh, wie lecker ist das denn? Himbeeren. Schmecken echt gut, Mann. Sind die neu? Ja, ich habe die gerade eben eingekauft. Sind echt lecker. Ach, du liebe Güte, was ist das denn? Tante May, was meinst du denn bitte? Ich schau mal direkt nach. Ja, Peter, schau mal auf mein Handy. Alles klar, mache ich direkt. Warte mal, was ist das denn? Breaking News? Ich schau direkt. Ich schau mal direkt, was ist da denn los? Herzlich willkommen zu der Igloo Nachrichtenshow. Heute geht es darum, dass ein Mädchen namens Michael Jones aus der Middletown School of Science entführt wurde. Es ist sehr gefährlich und passt bitte auf euch auf. Liebe Grüße. Ach du liebe Güte, ein Mädchen ist entführt von so einem Zoom. Oh was, wie kann das denn sein? Okay, alles ist gut, warte mal, das Mädchen ist echt hübsch. Hier ist mal ein Bild von ihr. Wow, ist sie hübsch, Mann. Peter, die kennst du doch. Das ist MJ, deine Klassenkameradin. Warte mal, meine Klassenkameraden. Wahrscheinlich finde ich sie deswegen so süß. May, alles gut. Ich werde dann auf jeden Fall jetzt weggehen. Ja, Peter, wohin denn? Die wurde entführt. Das ist gerade echt gefährlich. Du solltest lieber mal deine Klassenkameraden anrufen und nachfragen, ob alles okay ist. Oh Mann, jetzt beginnt also der spannende Teil der Geschichte. Okay, alles ist gut. Ich werde wahrscheinlich gegen Bösewichte kämpfen müssen. Oh, das meinst du, Tante May? Alles klar, ich werde direkt hoch in mein Zimmer gehen. Und ich möchte auf jeden Fall ungestört bleiben. Bitte stell mich nicht. Ich werde anrufen, ob alles bei meinen Mitschülern gut ist. Okay, Tante May, wir sehen uns dann später. Und bitte nicht in mein Zimmer reinkommen, bis später. Dann los. Ich muss unbedingt nachschauen. Okay, Peter, ich finde es gut, dass du dich so um deine Mitschüler kümmerst. Ja, klar, ist doch selbstverständlich. Okay, stell in mein Zimmer rein. Dann los. Okay, wo ist mein Anzug? Dort vorne, na los, und anziehen. Und zack, perfekt umgezogen. Okay, jetzt beginnt der spannende Teil der Geschichte, Ox. Hör zu, du bist jetzt in diesem Universum, bist jetzt Peter Parker. Du musst unbedingt versuchen, deine Mitschülerin MJ zu retten. Du wirst das Ganze hinbekommen, okay? Tante May darf dich ja nicht hören. Ich werde mich einfach durchs Fenster rausschleichen. Ich würde sagen, ich habe zwar keine Ahnung von Kämpfen und so weiter, aber MJ, ich werde kommen und dich retten. Na los. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Nein, bitte, was wollen Sie bitte von mir? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Haha, obwohl das in den Medien stand, dass ich dich entführt habe, keiner wird dir helfen und dich finden. Du gehörst mir jetzt ganz alleine. Boss, soll ich sie für dich hinrichten? Nein, wir können auch etwas Spaß mit dir haben. Oh nein, bitte nicht. Kann mir irgendjemand helfen? Ah, Hilfe! Oh Mann, ich hab die Stimme irgendwoher gehört. Da vorne muss sie sein. Na los, ganz schnell hinter. Oh Mann, was ist denn mit der los? Egal, schnell, ich muss sein. Ey Mann, lass sie in Ruhe! Oh, wer ist das denn? Das ist doch... Spider-Man, du bist hier, um mich zu retten. Oh ja, MJ, das bin ich. Und jetzt hier schmeckt das, Mann, schmeckt die Faust der Vergeltung. Warte, was? Hä? Zack, Mann, nimm das, ey. Na los, ey, willst du noch mehr? Lass das Mädchen in Ruhe. Ah, Spider-Man, wir haben dich schon erwartet. Unser Plan ist perfekt aufgegangen. Warte mal, was für ein Plan, Mann? Was hast du mit ihr gemacht? Wie heißt du nochmal? Ich bin Zoom, der böse Verbrecher. Und das ist mein Zoom-Handlanger. Immer still zu ihren Diensten, Boss. Du musst mir helfen, bitte. Oh ja, klar, MJ. Ich meine, fremdes Mädchen, natürlich werde ich dir helfen. Hört mal zu, Mann, was ist euer Plan? Was möchtet ihr überhaupt von mir? Was soll das Ganze hier? Wir wollen dich. Wir haben dich schon erwartet. Wir wussten, dass du durch die Nachrichten kommst. Handlanger, kümmere dich endlich um ihn. Oh Mann, ich kann doch gar nicht kämpfen, Mann. Nein. Na gut, dann komm doch her. Nimm das! Nein. Oh Mann, ey. Ich muss mir irgendeine andere Strategie überlegen. So macht das Ganze keinen Sinn. Okay, hör mir zu, Oxy. Du bist in dem Körper von Spider-Man gefangen. Du musst dir irgendwas anderes überlegen. Warte mal. Ich habe eine echt gute Idee. Wo guckst du hin, du Zwerg? Ich bin hier unten. Ja, das bist du. Komm her, Mann. Das hast du verdient, Mann. Was ist mit dir los, Spider-Man? Naja, vielleicht hatte ich ja einen Geistesblitz oder so etwas. Ja, aber... Die Attacke hat bei mir nicht gewirkt. Oh nein. Ich muss hier weg. Der kommt die ganze Zeit auf mich zu. Was soll ich denn jetzt noch machen? Komm her. Oh nein. Er kommt die ganze Zeit auf mich zu. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ich muss mir irgendeine andere Attacke ausdenken. Na los, nimm das hier. Komm her, Mann. Was für ein Sprung. Bam. Na, hat dir das geschmeckt, Mann? Willst du noch mehr oder was? Spider-Man, deine Attacken sind nicht so gut. Naja, wie es aussieht, bist du ganz schön außer Puste. Ich glaube nicht, dass du noch kannst. Wollen wir lieber den Kampf aufgeben? Mit deiner Sache hast du nicht gerechnet. Warte mal, was meint der? Meine Spinnsinne. Ich empfange irgendetwas. Da kommt Gefahr auf mich zu, genau von rechts. Ich wusste es ganz genau, dass du das bist. Jetzt habe ich dich. Deine Attacken sind sehr schwach heute, Spider-Man. Was ist denn mit dir los? Mit mir ist gar nichts los, Mann. Was denkt ihr denn? Ich bin's Peter Pa... ich bin Spider-Man. Warte mal, hast du gerade echt versehentlich deinen Namen fast genannt?
Oh Mann, ich muss echt aufpassen, was ich in diesem Universum hier sage, sonst wird das echt schlimme Folgen für Peter Parker haben. Nein, ich habe nicht meinen Namen genannt, das war nur der Name meiner Mutter. Deine Mutter, sie ist laut unseren Informationen tot. Ist sie eine Spinne oder was? Ganz toller Witz, Mann. Na gut, dann schmeckt das hier, hä? Bam! Was? Alles in Ordnung? Ah, das tat total weh. Du Verdammter, nimm das! Oh, perfekt ausgewichen. Yo, was macht ihr da? Na, wonach sieht's denn aus? Ich seil mich weg. Schnell. Ey, du, MJ, ich mein Mädchen, komm schnell mit, ich rette dich. Okay, komm mit. Hier rein, pass auf, das sind Bösewichte. Versteck dich erstmal hier drinnen, okay? Danke, was wollen die überhaupt von mir? Ich weiß es nicht, du musst dich auf jeden Fall drinnen verstecken. Hör mir zu, ich werde dich beschützen. Ja, ich lass nicht zu, dass die dir was antun. Geht es dir gut? Ja, bei mir ist alles gut. Du weißt doch, ich bin ein Superheld und ich muss immer meine Aufgabe erfüllen. Oh Mann, ich rede hier einfach mit MJ, Mann, die ist so heiß. Okay, hör zu, ich werde... Danke für deine Hilfe. Ja, klar, gerne. Alles ist gut. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Kommt raus! Oh mein Gott, danke. Ich bin so ein Fan von dir. Ja, hör zu, Frau Autogramm ist gleichzeitig. Die Typen sind da echt noch vor der Tür und schießen dagegen. Du musst hier irgendwo drinnen verstecken. Geh ins Badezimmer rein. Na, los ins Badezimmer. Und versteck dich da drin. Wenn irgendwas sein sollte, dann sagst du mir Bescheid, ja? Okay, ich warte hier auf dich. Okay, alles klar. Versteck dich hier drin. Na los, ich kümmere mich jetzt um die. Und los geht's. Jetzt kommt er endlich raus. Ihr Angsthasen, wie lange wollt ihr euch dort noch verstecken? Spider-Man, was ist heute mit dir los? Normalerweise bist du doch so gar nicht. Das ist unsere Chance. Heute ist er wahrscheinlich etwas schwächer als sonst. Oh Mann, die haben recht. Alleine habe ich echt keine Chance gegen die. Ich bin einfach nicht so stark wie der normale Spider-Man. Okay, hör mir zu. Oxy, du musst dir irgendwas anderes überlegen. Na los. Ah. Jetzt kommt endlich raus. Angriff von hinten. Ach du Scheiße. Pass auf, Boss. Und jetzt nimm das hier, Mann. Warte mal, was macht er da? Na, ich stech dir meinen Finger mitten in dein Auge rein. Was ist denn mit dem los? Was ist das denn für eine Attacke? Naja, Freunde, wenn ich nicht der wahre Spider-Man bin, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Nimm das! Boah, schnell weg! Jetzt reicht es mir! Mir auch, na los, schmeckt mein Spider-Net! Er hat mich mit den Spinnennetzen an die Wand genagelt. So funktionieren die Spinnennetze also. Was ist denn mit dir los? Alles muss ich selber machen. Oh Mann, meine Waffe ist leer. Komm, geh doch. Na los, meine Waffe, geh doch. Oh Mann, geh sieht doch so aus, als wäre deine Waffe leer. Und das war das Ende für dich. Nimm das hier. Ich kann mich nicht mehr befreien. Zack, Mann, so endet man halt als Verbrecher. Na los, ich habe euch gesagt, bekämpft niemals das Liebe. Ich gehe jetzt das Mädchen auf jeden Fall klären. Das ist noch nicht das Ende. Und wie ist das Ende? Warte mal, wo ist er denn hin? Hallo, guck mal, hinter dir. Einen Moment mal. Das war noch nicht das Ende. Wie hast du das bitte gemacht, Mann? Was soll das denn? Das wird dir für immer ein Rätsel bleiben. Mein Plan ist erfolgreich abgelaufen. Ich wollte, dass du das Mädchen ganz alleine im Haus versteckst. Und nun werde ich sie töten. Warte mal, was hast du vor? Einen Moment, warte. Der Plan ist aufgegangen, Meister. Ein Moment mal, was für ein Plan, ey? Was meint ihr? Warte mal, er ist verschwunden. Ey, was hast du vor? Was hast du vor? Nein. Du verbrennst das ganze Haus mit dem Mädchen da drinnen. Ey, komm her, Mann. Schönes Leben noch, Spider-Man. Oh Mann, das kann nicht sein. Er ist einfach verschwunden. Ich muss schnell in das Haus ran. Hier brennt alles. Ey, geht's dir gut? Geht's dir gut? Na los, du musst hier schnell rauskommen. Komm hier schnell raus. Hier brennt alles. Hilfe, hier brennt ja alles. Ich weiß. Hörst du, halt dich einfach an mich, ja? Wir werden uns irgendwas überlegen. Komm mit, ich helfe dir hier raus. Und auf 3. 1, 2, 3. Hilfe. Schnell hier raus. Okay, perfekt. Das Mädchen ist jetzt aus dem Haus raus. Jetzt muss ich hier schnell raus. Oh Mann, ich muss hier schnell raus. Na los. Warte mal. Na los, lauf schon. Ich muss dich retten. Du darfst ja nicht sterben an der Explosion. Nein. Du darfst nicht sterben. Oh Mann, alles tut weh. Verdammt nochmal. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet nur? Einen Moment mal. Ich kenne das doch. Irgendwo bin ich hier etwa auf einer Krankenliege? Ist das nicht... Ich bin in Daily Bugle. Freunde, was ist hier nur passiert, Mann? Wo bin ich hier? Warte, da vorne ist irgendeiner, der kommt. Okay, Oxy, hör zu, du bist immer noch in dem Körper von Peter Parker. Fall dich einfach unauffällig. Okay, alles wird gut, ja, alles wird gut. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Wo bin ich hier? Was ist hier bitte passiert? Oh, alles tut weh. Ah, mein Junge, bist du endlich aufgewacht? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wo bin ich hier? Freunde, in den Film war dieses Daily Bugle doch immer dieser geheime Ort von Spider-Man oder wie auch immer, dieses Lager dort mit den ganzen Superhelden. Entschuldigen Sie, wo bin ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Was ist passiert? Ja, du bist hier in Daily Bugle. Das war der einzige Ort, in dem wir dich bringen konnten. Du bist in eine Explosion geraten und warst ohnmächtig. Wir haben dich verarztet, haben wir dich.
Oh, verarztet. Oh, vielen, vielen Dank. Aber ich habe eine Frage. Was ist passiert bei dieser Explosion? War da noch ein Mädchen anwesend? Wo sind sie? Was ist bitte passiert in der Zwischenzeit? Ja, ein Mädchen ist weggerannt. Wir wollten fragen, ob sie dich kennt oder ob sie was mit damit zu tun hat. Aber die ist ganz schnell weggerannt. Also wir hatten keine Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Hören Sie zu, ich muss wissen. Ah, mein Körper tut weh. Was ist das? Ich kann mich kaum bewegen. Oh Mann, tut das weh. Was ist hier bitte los? Ah. Ja, du hast von der Explosion viele Verbrennungen mitgetragen. Aber in ein, zwei Tagen wird das schon wieder klar gehen. Ein Moment. Moment mal, aber die Explosion, die war doch erst ein bisschen weiter vor mir. Die hat mich doch gar nicht getroffen, oder etwa doch? Ja, also du bist wegen dem lauten Schall bist du ohnmächtig geworden und dann lagst du im Feuer. Unser Feuerwehrmann hat dich geborgen und zu uns gebracht. Aber Freunde, ich habe doch gar keine Verbrennungen an meinem Bein oder so. Wenn ich wirklich im Feuer lag, dann müsste doch mein Anzug auch beschädigt sein. Irgendwas geht hier vor sich, Mann. Irgendwas geht hier ganz, ganz gewaltig schief. Ist gut, mein Junge. Es wird bald besser. Wir haben uns ganz gut um dich gekümmert. Deine Wunden sind schon fast verheilt. Es wird nur noch ein paar Stunden dauern, bis die Schmerzen weg sind. Oh, okay. Warten Sie mal. Wer ist das denn bitte? Hier, ich muss. Hier, ich hab die Pläne. Wladimir, jetzt stör uns doch nicht. Der Junge ist gerade erst aufgewacht. Oh, warte, okay. Leute, die streiten sich. Was ist hier los? Seht ihr das, Freunde? Die Fenster sind einfach von außen blau. Man kann kaum was sehen. Du fragst dich bestimmt, warum die Fenster so getönt sind. Naja, ich wollte nicht, dass die Außenwelt erfährt, dass Spider-Man hier bei uns ist. Sonst würde das schon wieder gestürmt werden. Und dann müssen wir wieder Polizei rufen. Und dann machen die wieder ein bisschen Faxen. Deswegen ist alles abgesichert. Aber einen Moment mal. Wir sind doch die Lieben. Die Polizei, die arbeitet doch mit uns zusammen indirekt, oder nicht? Und wo sind eigentlich die anderen in Daily Bugle? Ich meine, ich bin doch nicht der Einzige hier, oder? Ja, wir mussten es räumen, weil zu viele Leute aufgeregt waren, dass Spider-Man hier war. Wir haben die Leute alle evakuiert. Okay, ich verstehe. Oh Mann, wie lange wird das dauern, bis meine Beine verheilt sind, Herr Doktor? Ja, das können sich nur noch um 3 Stunden handeln. Aber wir können ja dir weiterhin unsere neuen Angebote vorstellen und dich vielleicht als ein, sagen wir mal, Versuchskaninchen von etwas von uns darstellen. Wie meinen Sie das denn, wenn ich fragen darf? Naja, wir haben so eine Sache erfunden, die Menschen Fähigkeiten deiner Würde vergibt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich als Versuchskaninchen für uns bereitstellen würdest. Als Versuchskaninchen? Oh Mann, Peter Parker würde das niemals machen. Ich darf das auch nicht machen. Ich muss das Angebot unbedingt ablehnen. Es tut mir leid, Mister, aber ich bin so, wie ich gerade ausgestattet bin, eigentlich echt zufrieden. Ja, okay, Junge. Ich respektiere deine Entscheidung. Ja, mein Junge. Ich danke dir, dass du uns hier so bereitstellst. Ruh dich aus. Alles klar. Ey, yo, warten Sie mal ganz kurz. Was ist los? Wie ist eigentlich Ihr Name, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Kakarov Gorbatschow. Oh Mann, danke schön. Das ist echt ein netter Mann. Ah, hallo, sind Sie etwa? Spritze bereit. Oh, alles klar. Eine Spritze. Alles klar. So oder wie, ist das richtig? So, jetzt kommt eine kleine Spritze rein. Okay, alles klar, Mann. Ich danke Ihnen. Oh Mann, ich bin echt müde geworden. Was war eine Spritze? Bitte gute drinne. Besserung. Ich danke Ihnen. Ciao, ciao. Oh Mann, ich frage mich, was gerade Tante May macht. Peter, Essen ist fertig. Peter, kommst du runter? Peter, wo bist du denn? Boah, das kann doch nicht sein, dass Peter nicht da ist. Peter, kommst du jetzt endlich? Boah, immer muss man selber ins Zimmer hochgehen. Peter, wenn du jetzt nicht kommst, dann muss ich selber reinkommen und es ist mir egal, wenn du da nackig bist. Hast du mich gehört, Peter? Das ist mir so egal. Du machst jetzt sofort die Tür auf. Echt komisch, eigentlich ignoriert er mich gar nicht. Peter, ich mache jetzt die Tür auf. Wer sind Sie und was haben Sie mit meinem Peter gemacht? Ja, das ist doch jetzt egal. Aber ich glaube, die größte Info ist, ich glaube, Peter wird heute nicht mehr zum Essen kommen. Wer sind Sie? Mein Name ist Gorbatschow, Kakarov Gorbatschow. Schön, dich kennenzulernen, Tante May. Ja, ich hab ihn bei mir. Soll ich dich zu ihm führen? Du kannst mich gerne begleiten. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Ja, schön. Dann stirbst du halt. Bitte. Das wird ein Spaß! Beck, was hat er nur mit Peter gemacht? Ja, du kannst ihn nicht verstecken. Ich werde dich finden, egal wo du bist. Ich werde dich finden. Bist du etwa im Schrank? Ja, nein, ist. Bist du vielleicht unter dem Tisch? Bitte finde mich nicht. Bitte finde mich nicht. Gefunden! Dein Versteckspiel war verloren. Das war's mit dir. Aber was hat denn nur Peter damit zu tun? Er ist doch ein ganz normaler Highschool-Schüler. Willst du mich verarschen? Was ein Lügner. Hat er dir noch mehr Lügen aufgebunden über seine Vergangenheit? Ja, Sucher, komm hier. Nein, bitte nicht.
Bitte! So, die zweite Spritze ist bereit. Oh, alles klar, aber ich fühle mich mittlerweile schon wieder besser. Muss ich echt die Spritze immer noch nehmen? Das ist äußerst wichtig. Alles klar, dann geben Sie mir mal die Spritze ganz genau hier. Einmal stillhalten. Ja, klar. Und ganz ruhig, Mann. Ich werde die Spritze ganz bestimmt nicht nehmen. Vorhin habe ich sie auch nicht genommen. Ich wusste von Anfang an, dass hier irgendwas vor sich geht. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Die ganzen Scheiben sind hier getönt. Was spielt ihr mir vor, Mann? Mist, er weiß es. Hören Sie mir zu, Mann. Wenn Sie nicht wollen, dass ich Sie verhaue, sagen Sie mir sofort, was hier vor sich geht. Wo bin ich hier, Mann? Ja, okay. Ganz ruhig. Das ist nicht Daily Bugle. Wie, das ist nicht Daily Bugle? Wo sind wir hier? Sagen Sie es mir schon. Was haben die mit mir gemacht? Sind das etwa die Bösewichte? Ist das Zoom? Ja, er hat dich gefangen genommen. Alles, was du hier siehst, ist nur Fake. Das ist der Nachbar von Daily Bugle. Ein Moment mal, ein Nachbar von Daily Bugle? Oh Mann, Tante May geht's bestimmt echt schlecht. Und was ist bitte mit diesem einen Mädchen passiert? Hör mir zu, Mann, wo sind sie? Sag's mir schon sofort. Ja, okay, okay, wir halten sie gefangen. Wo haltet ihr sie gefangen? Na los, sag schon, wo sind sie? Sind sie etwa im untersten Stock oder wo sind sie? Genau, vor 5 Minuten haben sie nicht nur deine Freunde festgenommen, sondern auch deine Tante. Das kann doch nicht sein, ihr habt mir also alles nur vorgespielt. So, ich spritze schon fertig. Oh Mann, ihr anderer Doktorarzt kommt, ihr Kollege kommt, hört zu, sie spielen jetzt mit, alles klar? Okay, okay, spiel mit. So, ist alles gut hier? Ja, ja, alles ist gut, aber ich komme nicht so mit der Spritze zurecht. Genau, können genau, sie mal das kommen? Funktioniert noch nicht so ganz. Einen Moment mal, so, jetzt beide hier stehen bleiben. Komm her, Mann, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schlimm das. Oh Mann, wieso haust du ihn denn direkt kaputt? Na, weil ich das gleiche jetzt auch direkt mit dir machen werde. Zack. Oh Mann, wenn ihr nicht wollt, dass ich euch noch ein Ding ziehe, dann sagt mir sofort, wo meine Tante und das Mädchen versteckt sind. Na los, wo hat der Entführer sie hingebracht? Hier, du, rede schon. Ich weiß, dass du noch wach bist. Rede schon, rede. Sie sind in einer anderen Stadt im Lagerraum gefangen. In einer anderen Stadt? In welchem Lagerraum? Was passiert da gerade mit Ihnen? Im Lagerraum 918b. Im Lagerraum 918b? Hört zu, wenn die beiden tot sein sollten oder denen irgendwas passiert ist, dann werde ich euch beide platt machen, okay? Na los, ich muss jetzt schnell meine Tante und das Mädchen retten. Schnell, schnell, schnell. Oh Mann, wo bin ich hier? Nur schnell weg hier. Oh Mann, weiter geht's. Wenn dieser blöde Mistkerl nicht gelogen hat, dann muss ich in diese Richtung. Dann los, ich darf ja nicht zu spät kommen. Zack, zack, zack. Da vorne sollte es sein, ich hab's gerade gesehen. Schnell, 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 weiter geht's. Oh Mann, ich bin aber auch so ein Idiot, dass ich es nicht von Anfang an geahnt habe, dass da irgendwas schief läuft. Es war doch klar, dass es ein Fake-Krankenhaus war oder was auch immer. Das war gar nicht Daily Bugle, das war irgendwas ganz, ganz mysteriös komisches. Dann los. Weiter geht's, Freunde, ich darf ja nicht zu spät kommen. Und zack, so, perfekt. Ich sollte jetzt eigentlich da sein. Hier ist diese eine Halle, von dem dieser eine komische Doktor gelabert hat. Okay, ich muss jetzt irgendwie reinkommen. Oh, die Tür direkt geöffnet. Okay, hör zu, Spider-Orks. Du musst jetzt einfach nur reinschleichen und die zwei Frauen retten, okay? Dann muss los. Oh, das sind Wachen. Schnell. Du darfst mich ja nicht sehen. Okay, ganz leise sein, ganz leise sein. Oh, hast du diesen Job. Okay, der darf mich ja nicht sehen. Dann muss ich unbedingt weiter schleichen. Und hier lang. Okay, alles wird gut, ja? Da sind 1, 2 Wachen und da ist noch eine Wache. Unser Boss meinte, hier ist höchste Gefahr. Ja, das stimmt. Wir müssen auf jeden Fall alles sichern. Oh Mann, da sind so viele Wachen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Oh nein, sie kommt. Ganz leise sein. Sie darf mich ja nicht sehen, Freunde. Oh, perfekt. Okay, weiter geht's. Los. Der Weg ist frei. Und schnell rutschen. Oh. Einen Moment, was war das? Ich habe da jemanden gesehen. Oh Mann, er darf mich ja nicht sehen. Nein. Alles ist gut, Spider-Orks. Der wird dich hier schon nicht sehen. Alles entspannt. Oh, hier ist wohl doch niemand. Das war wohl der falsche Alarm. Perfekt, er hat mich nicht gesehen. Ganz leise sein. Und zack, hier lang. Zack. Okay, wo sind sie jetzt? Na los, Tante May. Oh, Freunde, seht ihr das? Da vorne sind sie gefangen. Ich werde sie auf jeden Fall retten. Schnell. Tante May, ich bin's. Ich darf nicht so laut sein. Sonst los. Ey, ich bin's. Was geht? Oh mein Gott, Spider-Man, bist du etwa wieder hier, um mich zu retten? Ja, das bin ich. Also ich mach eure Fesseln los. Einen Moment mal. Tut uns leid, Spider-Man. Das war eine Falle von denen. Einen Moment mal. Eine Falle? Was meinst du bitte? Worüber redest du hier? Oh, Spider-Man, du dummer Junge. Einen Moment mal. Du, ich wusste genau, dass du irgendwas für ein Schilde führst. Von Anfang an, Mann. Ganz ruhig, Mann. Hör zu, was hast du mit den zwei Frauen hier vor? Was hast du mit den zwei Mädchen hier vor? Du wirst jetzt beide freilassen, okay? Ich möchte an ihnen rum experimentieren und an ihnen den Symbionten-Materie testen. Den Symbionten-Materie? Einen Moment mal, dieses eine Zeug, was du mir gespritzt hast, was war das? Das war genau das, wovon ich gerade geredet habe. Symbionten-Materie. Symbionten-Materie? Was hat's damit auf sich? Was bringt das, Mann? Was passiert damit? Jeder Symbiont braucht einen Wirt und wird nach und nach Besitz von ihm ergreifen. Das heißt, du wirst nur in wenigen Tagen merken, dass die Macht dich überwältigen wird. Hör zu, Mann, ich bin doch nicht blöd. Hättest du echt gedacht, dass ich da auf dein komisches Daily Bugle drauf reinfahre oder was das auch ist, dass ich darauf reinfalle, Mann? Ich bin nicht so blöd, Mann. Und ich werde hier die zwei Mädchen retten, damit das klar ist. Oh, das denkst du. Ich werde dich zuerst töten, bevor du diese beiden Weiber von ihren Fesseln löst. Nennen Sie nicht Weiber, Mann. Komm her. Was macht ihr? Na, ich spring über dich und zack. Jetzt, na los, nimm das hier. Zack.
Bam! Spider-Man, ja, du bist hier, um uns zu retten. Du bist der beste Spider-Man, du schaffst das. Ach, Mädels, ihr kennt mich doch. Hört zu, ich meine, hört zu, fremde Mädchen, Mann. Ich helfe gerne Mädchen und ihr seid beide auch echt mega, mega hübsch. Aber du bist auch voll heiß. Warte mal, wenn Tante May nur wüsste, was sie da gerade sagt. Ja, sie denkt schon nicht, dass du mich jetzt hier besiegen kannst und damit diesen Schnecken rumflirtest. Hör zu, Mann, ich weiß ganz genau, dass ich bereits gewonnen habe. Du hast keine Chance. Schau mal, du liegst am Boden und ich bin hier oben. Was möchtest du machen, hä? Ich habe eine Waffe und du hast nur lächerliche Spinnennetze. Warte mal, eine Waffe? Was hast du mit der vor? Ich werde jetzt bald schießen. Ah! Na, wie war das, Spider-Man? Das hat dir schön geschmeckt, oder? Ah, oh Mann, ich durfte nicht so hochmütig sein, Mann. Das war mein Fehler. Ich bin doch gar nicht der echte Spider-Man. Ich vergesse das schon wieder. Ich bin Sorgsi, Mann. Ich hab doch gar nicht eigentlich so viel Kampferfahrung. Oh Mann, was soll ich jetzt so machen? Ich darf die ja nicht sterben lassen oder so. So, ich werde die beiden Mädchen töten. Es sei denn, du trinkst den Trank, der in diesem Schrank drin ist. Du hast die Wahl. Welcher Trank, Mann? Welcher Trank? Na, der Trank, der da drin ist. Na los, und jetzt nimm ihn raus und trink ihn. Oh Mann, ich muss einfach der Wahrheit ins Auge sehen. Ich habe alleine keine Chance gegen ihn, vor allem mit einem verletzten Fuß nicht. Hör zu, Mädels. Na los, Mädels. Ihr dürft sofort rauslaufen, sobald er den Trank an seine Lippen gesetzt hat. Bitte, Spider-Man, du musst uns retten. Ohne dich überleben wir das nicht. Na gut, okay, ich muss es unbedingt für Tante May tun und für das eine hübsche Mädchen. Na los, ich werde den Trank trinken, okay? Na los, na los, na los. Ah, ich muss mich hier ranstützen. Zack, ah, hier ist der Mann. Yeah, los, trink. Einen Moment mal, zuerst dürfen die zwei Mädchen dort verschwinden. Na los, befehle es ihnen schon, hör auf sie endlich zu zielen. Los, lauft raus! Kommen Sie, komm schnell! Lauf weg, okay? Oh Mann, ja gut, ich werde den Trank trinken. Okay, bitte nicht. Ja, yeah, trink, trink! Na gut, dann muss ich ihn halt trinken und... zack! Willkommen in der Welt, Spider-Man, wenn ihr... Warte mal, willkommen an mich. Hallo Meister, ich bin bereit, Ihnen zu dienen. Ah, ich glaube es nicht, es hat wirklich geklappt! Warte mal, was ist mit mir los, Mann? Lass mich... Ja, Meister, ich bin da. Oh, der lächerliche Lunge versucht noch gegen Venom anzukämpfen. Oh Mann, Freunde, was ist das? Ich sag Sachen, die ich gar nicht sagen möchte. Ist das die Symbiontenkraft oder wie auch immer? Und wieso habe ich so einen schwarzen Anzug? Ich will hier raus. Warte mal. Meister, der Typ ist echt stark im Innern. Leute, ich will hier raus, Mann. Meister. Fang an, ihn von innen aufzufressen, dann wird er dich nicht verbeugen. Oh Mann, das tut so weh, Mann. Was macht ihr mit mir? Du wirst jetzt diese beiden Mädchen verfolgen und ihnen zeigen, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Alles klar, Meister. Nein, das wirst du nicht tun. Nein, das wirst du nicht tun. Was tust du, Venom? Oh Mann, Freunde, was ist los, Mann? Ich laufe einfach von selbst. Ich hab da keine Kontrolle mehr drüber. Ich werde jetzt die zwei Mädchen besiegen. Na los. Sehr gut, Venom. Ich kenne dich schon von anderen Dingen. Du wirst das hinkriegen. Ich glaube an dich. Die Geschichte von Spider-Venom hat begonnen. Mann, du denkst doch nicht wirklich, dass du irgendwie gegen mich ankommst, oder? Was? Wie ist das möglich? Wie konntest du dich gegen einen Symbionten auffinden? Naja, ich bin's. Mein Name ist Spider-Man. Denkst du echt, ich wäre so leicht zu besiegen und nehme irgendwie die Kraft ein? Mir gehört jetzt dieser Anzug und mir gehört die Kraft von Venom, dem Symbionten oder wie auch immer. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Wie hast du das gemacht? Erzähl es mir, los! Wie schon gesagt, mein Name ist Spider-Man und wenn es um Mädchen geht, bin ich top dabei. Komm her, Mann. Bitte nicht. Bam. Und jetzt steh auf, Mann. Du kriegst noch eine. Nein, los. Bitte. Und noch eine. Jetzt fliegst du komplett weg. Ich erzähl dir das Geheimnis. Steh auf, verdammt. Du kriegst noch eine. Ich erzähl dir das Geheimnis. Aber bitte, bitte hör auf damit. Ich erzähle es dir auch wirklich. Einen kriegst du noch. Bam. Okay, jetzt kannst du mir alles erzählen. Meine Nase tut weh. Ich glaube, du hast sie mir gebrochen und mein Kiefer wurde ausgerenkt. Hör zu, Mann, mach dich hier nicht lächerlich. Wo sind Tante May und die anderen hin? Was hast du mit denen gemacht? Erzähl schon. Eigentlich hatte ich vor, dass Venom sie bei denen frisst und ihre Lebenskraft aussaugt. Aber sie sind dann wahrscheinlich schon längst entkommen und bei sich wieder zu Hause. Hör zu, Mann, was ist das für eine starke Kraft? Wie kann das sein? Ich fühle mich so extrem stark. Ich fühle mich so lebendig. Das ist der Symbiont, der verleiht dir Kräfte, von denen du nicht mal vorstellen könntest. Der Symbiont? Ja, sein Name ist Venom. Er ist eine Art Alien, der hier auf der Erde gekommen ist. Ich habe ihn gefunden und an ihm geforscht. Und dann habe ich ihn dir eingepflanzt. In der Hoffnung, dass du damit mein Diener werden könntest. Mein Kämpfer in der Not, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt verrate mir, wie kann das sein, dass du so stark bist und dich gegen Venom aufwinden kannst? Oh Mann, du verstehst es nicht. Ich habe dir doch schon am Anfang gesagt, mein Name ist Spider-Man. Komm her, Mann, eine kriegst du noch. Bam! Oh Mann, ich glaube, das war ein bisschen zu hart. Was ist da los? Schnell hin!
Okay, das war ein bisschen zu hart. Ich glaube, ich sollte ein Was bisschen... Was machst du hier? Warte mal. Ey, yo, ganz ruhig, Mann. Dein Kollege da, der meinte, der möchte sich mit mir boxen. Was hast du mit dem Meister gemacht? Naja, das gleiche, was ich jetzt mit dir machen werde. Nimm das! Hä? Zack, 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 bam, Mann! Nicht getroffen, du Vollidiot, ich bin hinter dir. Wieso bist du so schnell? Frag das doch einfach mal deinen Meister. Meister, warum ist er so schnell? Ach, du Vollidiot, Mann, er ist doch bewusstlos und jetzt nimm das, hä? Zack! Oh Mann, war das einfach. Die zwei Vollidioten hast du also besiegt. Oh Mann, noch einer von denen, echt jetzt? Ey, yo, Digga, warte mal, du? Ganz genau, ich bin es. Du hast mich in diese Explosion reingebracht und wegen dir ist fast MJ gestorben. Du weißt ganz genau, dass du jetzt bezahlen wirst. Mit meinem neuen Anzug bin ich viel, viel stärker. Komm her, zack, 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 nimm das! Dein Anzug, der kann mir nichts anhaben. Oh Mann, wieso hat es ihn denn nicht so hart gehittet wie den anderen? Nimm das! Boah, schnell ausweichen! Das ist meine Chance! Das ist meine Chance! Oh Mann, war das knapp. Der schießt mich immer noch an. Ich muss weg. Oh, wo, oh, oh, schnell, 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 weg hier. Jetzt hinter, hab ich hinter, hinter. Oh Mann, ey. Der ist echt stark. Der ist gar nicht so schwach wie die anderen. Das könnte wohl ein bisschen länger dauern. Chance, ich hab genug Zeit. Ich werde sie jetzt nutzen. Ich werde ein Video machen, wo ich sage, dass er mich umbringen will. Und werde das veröffentlichen. Und dabei seinen echten Namen aussprechen. Warte mal. Wo ist er hin? Oh, ich bin hinter dir, Mann. Na los, nimm das. Bam. Oh, na los, hat das diesmal gereicht? Ich bin immer noch bei Bewusstsein. Stopp, ich habe genau die Waffe auf dich gerichtet. Du hast gar keine Chance. Naja, eine Chance habe ich noch. Es ist zwar riskant, aber ich muss es riskieren. Angriff! Und jetzt, na los, zack, und nimm das! Bam! Ach man, Spider-Man, du bist so schlau. Ja, das bin ich. Und jetzt werde ich dir den Endschlag geben und dich damit töten. Jetzt gebe ich dir den Endstoß. Komm her, Mann, und zack, bam! Ich habe alles gefilmt. Ich werde es veröffentlichen. Und dann wirst du bereuen, mich jemals angegriffen zu haben. So, perfekt. Er sollte jetzt auch besiegt sein. Warte mal, du lebst ja noch, du Vollidiot. Komm her, Mann. Zack, 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 zack. Nein, nein, nimm das! Oh, das tat weh. So, okay, perfekt. Ich sollte jetzt eigentlich jeden besiegt haben. Na los, wo ist jetzt der verdammte Ausgang? Ich muss unbedingt Tante May und MJ retten. Na los, wo ist der Ausgang? Ich glaube, der war da hinten. Schnell, schnell, hinter, hinter, hinter. Ja, ich bin mir zu 100% sicher, das ist der Ausgang. Und dann kann ich MJ und Tante May retten. Na los, dann los, Tante May, MJ, ich komme, ich komme. Wartet mal, ist das etwa mein alter Anzug? Nee, das ist ein komplett neuer Anzug. Wow, was macht der denn hier? Ist hier irgendjemand? Hallo? Den hat wahrscheinlich auch dieser verrückte Typ da kreiert. Ich nehme ihn einfach mal mit. Zack, perfekt mitgenommen. Okay, das war doch nicht der Ausgang. Da muss ich jetzt den richtigen Ausgang finden. Ich frage mich, was der neue Anzug kann. Zack, 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 ich muss hier schnell weg. Hier lang bestimmt. Na los, na los. Perfekt, das war der Ausgang. Okay, na los, jetzt werde ich euch retten. Ich komme, Tante May und MJ. So, ich habe den neuen Anzug angezogen, aber es macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Egal, na los, ich muss schnell sein. Na los, na los, na los. Ich hoffe, bei Tante May ist alles gut und ich hoffe, MJ geht's auch gut. Nicht, dass da irgendwas ganz, ganz Schlimmes gerade vor sich geht. Na los, ab in die Heimatstadt rein. Zack, zack, zack. Oh, da vorne ist schon mein Haus, ich sehe schon. Schnell hinter, schnell hinter, schnell hinter. Zack, 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 zack. Und hier oben hin. So, perfekt. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da vorne ist mein Haus. Na los, na los. Wartet mal. Leute, was machen die denn da? Wieso machen die denn das Haus von Tante May so dreckig? Was soll das denn jetzt? Genau, das auch. Warte mal, wer sind das und wieso besprayen die mein Haus bzw. das von Tante May so komisch herum und wieso sagen die, nimm das, Peter Parker? Was geht da drin vor sich? Wo ist denn Tante May? Warte mal, die kommt gerade runter, ich habe sie gerade gesehen. Ey Mann, was soll das denn? Oh Mann, ich würde so gerne helfen, aber was passiert da? Ich höre mal erstmal zu, was machen die da bitte? Was wollt ihr von Peter und was auch und besprayt ihr das Haus? Der Neffe, der ist Spider-Man. Ja, dein Neffe ist Spider-Man. Er hat jemanden vor einem Augen getötet. Genau. Es gibt sogar Videobeweise. Was? Mein Neffe soll Spider-Man sein? Also kommt schon. Kommt, macht, dass ihr weg seid oder ich rufe die Polizei. Buh, Peter, buh, Peter, hey, buh, Mann, was Peter. Was soll das denn bitte? Was reden die denn bitte? Woher wissen die das? Was soll ich angeblich gemacht haben? Ich verstehe es nicht. Einen Moment mal, während dieser Kampf war, dieser eine Typ, ich glaube, er hat alles gefilmt, wie ich den einen Typen... Wir haben es gesehen, der hat einen Typen getötet ohne Gnade. Was? Peter ist ein netter Highschool-Schüler und würde nie etwas jemandem antun. Nein, lasst mich in Ruhe! Oh Mann, ich muss doch irgendwie eingreifen. Was machen die da bitte mit Tante May? Okay, jetzt werde ich ihm zeigen, wo der Hammer hängt. Mann, kommt her! Peter, das darfst du nicht tun. Warte mal, MJ, da bist du ja, du. Wow, wie siehst du bitte aus? Nicht so viele Komplimente, du Vollidiot. Oh, ja klar, MJ, hör zu, das, was in den Nachrichten war, das war alles Fake News oder was auch immer, wer das auch immer verbreitet hat. Mir wurde eine Falle gestellt, die ganze Welt weiß jetzt. Die ganze Welt weiß jetzt, dass du Peter Parker Spider-Man bist. Naja, ich bin nicht alleine gekommen.
Schau hinter dir, Peter! Moment mal, die Stimme kenne ich doch, Dr. Sir Strange, Sie sind das doch. Ach Peter, das Sir haben wir doch schon längst hinter uns. Wir haben gemeinsam die Welt gerettet. Hör mal zu, Mann, was ist hier bitte passiert, Mann? Erklär's mir, wer hat das gemacht, Mann? Naja, der Typ, den du angegriffen hast, der hat ein Video veröffentlicht, wo du einen seiner Handlanger tötest. Und dann hat er deinen Namen verraten. Woher er ihn weiß, ist mir leider noch nicht bekannt. Aber wir müssen auf jeden Fall hier verschwinden, weil mit diesen ganzen Randaltypen können wir hier nicht bleiben. Oh Mann, da hast du auf jeden Fall recht. MJ, was machen wir denn? Können wir jetzt einfach auf Dr. Strange und hör auf, so komische Fragen zu stellen? Warte mal, aber was sollen wir denn machen? Wir müssen irgendwie in die Zeit zurückreisen und das rückgängig machen oder so etwas. Peter, den Zeitstein besitze ich doch schon seit dem Kampf mit Thanos nicht mehr. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Aber weiteres müssen wir bei im Samtung Samtorum besprechen. AKA mein Zuhause. Ey, dafür bleibt jetzt echt keine Zeit. Wir müssen uns jetzt irgendetwas ausdenken. Warte mal, den Zeitstein, den habe ich. Woher hast du ihn? Wie, du hast den? Woher bitte, MJ? Erzähl schon. Also, ich habe gegen die größten Bösewichte aller Zeiten gekämpft. Warte mal, wirklich? Nö, eigentlich nicht. Wie dann? Naja, ich habe den eigentlich nur auf der Straße gefunden. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an, oder? Wir gehen jetzt in die Vergangenheit, richtig? Komm, ich werde jetzt einen Fluch durchführen, der uns in die Vergangenheit zaubern kann. Er ist sehr gefährlich, also muss ich mich genau konzentrieren. Alles klar, ich würde sagen, bitte beeil dich, Mann, weil das kann ich nicht mehr länger anschauen. Schau dir bitte Tante May an. Einen Moment mal, wow, da! Mann, wo bin ich hier denn bitte aufgewacht? Ein Moment mal. Peter! Da ist ein Kampf. Wer ist das? Dr. Strange, Dr. Sir, da oben sind sie. Was machen sie da oben? Ich bin hier oben aufgewacht. Peter, hörst du das? Wieso ist da ein Kampf? Wo sind wir hier? Oh Mann, Peter. Ich glaube, ich habe den Zauber falsch ausgeführt. Die Realitäten haben sich vermischt. Ich nehme an, wir haben ein paar Besucher aus verschiedenen Realitäten, die wahrscheinlich gerade gegeneinander kämpfen. Warte mal, oh Mann, da vorne, das ist Iron Man. Und warte mal, bin ich das da hinten nicht? Anscheinend schon, Peter. Aber das bist nicht wirklich du. Warte mal. Eine andere Version von dir. MJ, wo bist du? Ich bin hier vorne, beim Oh, ich komm zu dir. Zack, na los, nimm meine Hand, komm hier weg. Na los, weg hier. Was ist bitte passiert? Na los, klär mich schon auf. Was sollen wir jetzt denn bitte machen? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen anscheinend mitkämpfen. Alles klar, aber pass auf dich auf, Peter. Hör mir zu, MJ. Ich werde es schaffen, ja? Ich werde die da vorne alle besiegen, die ganzen Superschurken oder wer auch immer. Warte mal, siehst du das? Der eine da vorne, das ist doch dieser Venom. Wenn du den besiegen würdest, dann würde der Kampf doch nicht stattfinden und der komische Doktor würde nie nach dir suchen. Stimmt, du hast recht. Das heißt, er würde niemals Tante May und dich entführen. Okay, ich muss ihn auf jeden Fall besiegen und meinem alten Ich und Iron Man helfen. Wart hier einfach auf mich, ja? Ich werde den retten. Na los. Ich werde euch helfen, Leute. Ich bin dabei. Yo, was? Noch ein Spider-Man? Verrückt, ey. Yo, ich bin es. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hör zu, ich kann das erklären, Mann. Warte mal, Bro. Du bist ich. Ja, es ist ganz komisch zu erkennen. Auf jeden Fall, überlass mir einfach den einen Venom. Ich werde dich kriegen, Mann. Na los. Yo, ich wusste, dass er gut ist. Oh Mann, ich steck voller Überraschungen. Schon wieder Fischfutter. Ein zweiter Spider-Man? Komm her, Mann. Venom, du kommst hier. Na los, komm schon mit, ey. Venom, hör mir zu, Mann. Endlich habe ich dich, Venom. Das wird jetzt dein Ende sein. Ich werde dich hiermit bezwingen. Kämpfe gegen mich. Ich bin Spider-Man. Noch ein Spider-Man? Wie viele nervige Spinnen gibt's denn noch von deiner Sorte? Oh Mann, nervige Spinnen, so nennst du uns. Also hör mir zu, Venom. Ich werde dich hiermit bezwingen. Ich weiß ganz genau, was du in Zukunft vorhast. Und ich werde dich damit nicht durchgehen lassen. Ich werde dich bezwingen heute. Ich, Spider-Man. Ha, du willst mich bezwingen? Dann komm doch her. Ja, ich komme auch. Obwohl, es macht wenig Sinn, zu ihm zu gehen. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe einen viel, viel besseren Plan. Was ist denn dein Plan? Komm, sag schon. Na, mein Plan ist es, einfach wegzurennen. Schnell weg hier, Mann. Was ist das denn für ein Plan? Spider-Man, bleib stehen. Oh Mann, schnell weg da. Er ist hier immer weiter hinter mir. Hör mir zu, Venom, ich werde dich bezwingen, aber nicht hier, weil hier sind zu viele Kämpfe. Ich weiß, was dein Plan ist. Du entfernst dich vom Kampf, damit du nicht die Realität auseinanderbrichst. Oh Mann, woher kann er das wissen? Anscheinend weiß er, dass ich gar nicht der echte Spider-Man oder aus einer anderen Realität bin, beziehungsweise, ich muss mir irgendwas anderes ausdenken. Na, ich weiß genau, woran du gerade denkst. Aus welcher Zeit stammst du? Sag mir das schon. Aus welcher Zeit ich stamme, das ist völlig irrelevant, aber ich kann dir zeigen, in welche Zeit du jeden Moment fliegst. Na los, nimm das, bam, ey. Du denkst doch nicht, dass mir so ein leichter Schlag etwas anhaben kann. Peter, du weißt doch ganz genau, dass man ihn nur mit Schall besiegen kann. Was willst du denn jetzt? Nimm das! Oh, alles klar, Mr. Sir Strange. Na los, dann würde ich sagen, wie soll ich bitte Schall erzeugen? Ich habe eine Idee, komm her, Mann. Warum schreist du mich denn jetzt an? Oh
Mann, irgendwie bringt das nichts. Ich muss hier erstmal weg, ich muss mich ein bisschen weiter entfernen. Was kann ich machen, um ihn zu besiegen? Na los, denk schon nach. Oh, ich habe eine Idee, ich bringe ihn in die Nähe von dem Kampf. Hier ist es bestimmt sehr laut und da wird es ihn wahrscheinlich dann am meisten verletzen. Oh, das ist eine gute Idee. Warte mal, was macht er da oben jetzt? Aufpassen, ich muss hier weg. Okay, mein Plan bleibt. Komm her, Spider-Man, was ist denn los mit dir? Oh Mann, ich muss hier schnell weg. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er allmählich bemerkt, dass ich gar nicht der echte Spider-Man bin, beziehungsweise dass ich einfach Oxy in Peter Parkers Körper bin. Okay, was soll ich machen? Jetzt habe ich dich endlich. Niemals. Schnell weg und ab ins Gefecht rein. Ich komme dir hinterher. Perfekt, Mann, er kommt. Okay, die Schüsse sollten laut genug sein, sodass er Ohrenschmerzen oder sonst etwas bekommen sollte. Bitte. Ah, warum ist das so laut? Ah. Oh Mann, perfekt, er verfolgt mich. Es sollte eigentlich... Aber warum tut das so weh? Perfekt. Ja, komm doch her. Ah. Okay, jetzt noch eine Runde. Na los. Komm weiter. Na los. Oh, du willst mich doch auf den Arm nehmen. Oh Mann, perfekt. Es funktioniert zu gut, ey. Peter, wir haben ein Problem. Es ist ganz, ganz wichtig. Oh, perfekt. Er steckt fest. Warte mal, MJ, was ist denn los? Wo bist du überhaupt? Bist du da ganz hinten oder was? Du musst herkommen. Es ist wichtig. Dr. Strange hat die Portale geöffnet. Aber ich bin doch gerade im Kampf, ich kann jetzt nicht kommen. MJ, wo bist du? Bist du da etwa ganz hinten oder was? Was ist los? Ja, komm schnell her. Dr. Strange hat die Portale geöffnet und ist abgehauen. Schnell. Die Portale? Wie? Das passt doch gar nicht zu ihm. Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Ja gut, dann würde ich sagen, ich muss jetzt einfach schnell los. Ey, yo, neuer Spider-Man, willst du uns nicht bei dem Kampf helfen? Du weißt schon, ich bin's, Tony. Ja, er geht weg. Wo geht er bitte hin? MJ, ich komme, warte auf mich, ich bin gleich da. Na los, ich muss schnell zu ihr. Komm schon her, Peter, die Portale schließen sich jeden Moment. Du musst schnell kommen. Ja, ich komme ja schon. Oh Mann, es tut mir leid, Tony, Mann, ich muss dich aber leider jetzt alleine lassen. Na los, ich komme. MJ, wo bist du? Ah, da vorne bist du. Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh, ich habe die wohl gerade im Kampf verloren. Na los, jetzt sag mir, was ist los? Warte mal, wieso sind da so viele Portale offen? Wie kann das sein? Dr. Strange, irgendwas ist schiefgelaufen. Wir müssen uns jetzt schnell beeilen, sonst bleiben wir in dieser Realität gefangen. Oh, okay, dann lass uns schnell los. Ah, wo bist du? Ich werde zu euch kommen. Warte mal, er wollte doch nicht etwa fliehen. Warte mal, das ist ein Portal zu einer anderen Realität. Ich muss da schnell hin. Schnell hin da. Was? Warum verschwindet der denn jetzt? Egal, es gibt noch andere Bösewichte. Na los, lauf, da sind die Portale. Ja. Bald dich. Ja, wir müssen uns beeilen, sie schließen sich gleich. Kommt her, ich kriege euch. Peter, wir müssen uns beeilen und schnell in die Portale rein, sonst werden wir in dieser Realität bleiben, für immer. Okay, na los, komm schon mit. Warte mal. Was ist das? Oh Mann, das Licht ist so hell. Wer ist das? Was möchtest du von uns, Mann? Lass uns durch die Portale sofort durch. Haha, ich bin's, Green Goblin. Was möchtest du von uns? Genau, was willst du? Lass uns sofort durch. Denkt ihr ernsthaft, ich lasse euch hier einfach gehen? Aus welcher Realität kommt ihr? Denkt ihr ernsthaft, ich lasse euch hier einfach durch? Erzählt mir alles, was ihr... Hör zu, Mann, wenn du da jetzt reingehst oder sonst etwas machst, dann wird sich alles vermischen. Das darfst du nicht tun, Mann, ich bitte dich. Es ist mir egal, erzähl mir alles, was du weißt. Okay, hör zu, wir sind aus einer anderen Realität, wir sind aus einem ganz, ganz anderen Universum. Aber du musst es da jetzt bitte durchlassen, ansonsten wird hier alles untergehen. Alles wird untergehen? Das passt doch zu mir. Oh Mann, MJ, was machen wir denn jetzt? Wir dürfen ihn ja nicht durch dieses Portal durchgehen lassen. Sonst werden sich die ganzen Realitäten vermischen und wir werden hier alle sterben, Mann. Ja, wir schaffen das schon. Dr. Strange hat bestimmt eine Idee gehabt, warum er diese Portale geöffnet lassen hat. Dr. Strange, ich habe eher das Gefühl, dass er einfach abgehauen ist. Nein, das passt doch gar nicht zu ihm, dass er einfach abhaut. Ach, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Dreck hier. Ja, ich weiß genau, dass ich alles durcheinander bringen werde, wenn ich durch dieses Portal gehen werde. Genau deswegen werde ich das jetzt machen. Ey, nein, warte, nein, bitte, nein, du darfst es nicht tun. Tu das nicht, nein. Nein. Ciao. Gutes Leben. Nein. Schönes Leben noch. Oh Mann, er ist einfach durchs Portal gesprungen. Na los, wir müssen schnell hinterher. Komm mit. Ja. Oh Mann, ey. Na los, komm schon mit, du springst voraus, ja? Lass uns lieber gleichzeitig springen. Na gut, du hast recht, sicher. Na los, nimm meine Hand auf drei, springen wir. Ja. Eins, zwei und drei. Na los, Ey, sie sind wirklich einfach alle reingegangen. Egal, dann kämpfe ich jetzt alleine. Warte mal, MJ, bist du verletzt? Nein, alles gut. Und was mit dir? Ja klar, mir geht es gut, aber warte mal, mein Anzug ist wieder normal geworden. Es lag also echt an dieser Zeitspanne oder was auch immer, dass ich mich so verändert habe. Schau mal, die werfen immer noch die Tomaten auf das Haus deiner Tante. Oh Mann, ganz ehrlich, es reicht mir. Die ganze Welt weiß sowieso schon, dass ich Spider-Man bin. Ich werde da jetzt hingehen, werde das aufklären, werde seine... Aber wo ist er nicht? Deine Tante ist doch nicht normal. Sie tut doch normalerweise immer mit den Leuten diskutieren. Oh, stimmt. Tante May, da oben auf dem Schreibtisch ist sie auch nicht mehr. Wo ist sie denn nur bitte? Hier, nimm das, Peter Parker. Oh Mann, dieser blöde Mistkerl, nur wegen einer Lüge, die irgend so ein Psychopath in die Welt gesetzt hat und dass er gesagt hat, dass ich Peter Parker bin. Nur deswegen verunstaltet er jetzt das ganze Haus von Tante May. Ich muss da unbedingt irgendwas tun. Ich muss irgendwas dagegen machen, meine ich.
Ja, lass lieber schnell hingehen und ihn verscheuchen und nach Tante May schauen. Nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Nein, 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 MJ, hör zu. Ich werde das alleine klären, Mann. Ganz ehrlich, wenn die schon wissen, dass ich Peter Parker Spider-Man bin, dann werde ich da jetzt auch hingehen und das gerade biegen. Ich werde da hingehen und denen sagen, wie es wirklich war. Na los, Mann, ich werde da jetzt hingehen. Ey, du Blödmann, Mann, schau hier, ich bin hier. Ey, Leo Pro, da ist ja dieser Peter. Peter, Spider-Man, zieh deine Maske ab, du Mörder. Nimm das, Spider-Man. Ey, Leute, hört doch jetzt mal endlich auf, das Haus meiner Tante zu veranstalten. Sie kann dafür absolut nichts und hört mir zu. Dieser eine Typ Zoom, oder wie er hieß, der über mich die Lügen verbreitet hat. Das stimmt alles nicht. Ich habe niemanden ohne Grund getötet. Die haben mich angegriffen. Die glauben dir nicht, du Mörder. Genau, wir haben alles auf Video gesehen. Du hast ihn genau ermordet. Was hatte einen Grund? Er wollte mich zuerst töten. Und übrigens, er hat das Leben eines Mädchens in Gefahr gebracht. Und ich habe das Mädchen gerettet. Ja, wenn es ein Mädchen gab, dann zeig uns doch das Mädchen. Ja, genau, dann zeig uns das Mädchen. Oh Mann, nein, das kann ich nicht machen. Wenn ich sie jetzt auch zeige, dann wissen die ganz genau, dass sie mit mir zusammenarbeitet und vielleicht hassen sie die dann auch. Ich kann das einfach nicht riskieren. Hier oben bin ich. Nein, warte mal, MJ, was hast du gemacht? Das hättest du nicht sagen dürfen. Vielleicht ärgern die dich jetzt auch alle und mobben dich. Du bist das Mädchen? Nein, Peter ist ein guter Typ. Ich wurde entführt und Peter hat mich gerettet. Oh Mann, MJ, ja, ganz genau so war das. Ich, Peter Parker, ich bin es tatsächlich. Und ich habe sie gerettet. Diese Menschen haben sie entführt. Und ich wollte einfach nur, dass es ihr gut geht. Peter ist ein guter Mensch. Er wollte niemandem was Böses. Dann haben wir dir ja Unrecht die ganze Zeit getan, Peter. Ja, ganz genau so war es. Ich und MJ, beziehungsweise ich habe MJ gerettet und wir waren in einer anderen Realität. Hört mir zu, ihr müsst hier ganz schnell von diesem Haus hier verschwinden. Irgendwo hier ist so ein grüner Kobold oder was auch immer das ist. Er möchte wahrscheinlich... Warte mal, ein grüner Kobold? Ja, ganz genau, so ein Typ, der heißt Green Goblin. Er sollte sich jetzt mittlerweile in unserer Realität befinden, weil ich konnte ihn nicht aufhalten. Irgendwo habe ich doch so einen schon mal gesehen. Wartet mal, ihr habt ihn gesehen? Wo, wie, wann, wann habt ihr ihn gesehen? Wo ist er? Er ist genau vor 4 Minuten in das Haus reingestürmt. Und dann war da so ein Schrei von so einer Frau. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Oh mein Gott. Ein Moment. Ihr wollt mir gerade sagen, dass irgend so ein Typ da in das Haus reingestürmt ist? Ihr habt Schreie gehört und habt nichts dagegen unternommen? Ist das gerade etwa euer Ernst? Ja, normal. Oh Mann, MJ, du weißt ganz genau, was das heißt. Tante May ist in Gefahr. Ich muss da schnell rein. Na los. Wartet hier auf mich. Na los, ich werde dich finden. Tante May, wo bist du, Tante May? Okay, im Esszimmer ist alles clean. Na los, hier ist niemand in der Küche. Vielleicht Tante May. Na los, sag mir schon, wo du bist. Aber hier befindet sich auch keiner. Oh Mann, Tante May, es tut mir leid, Mann. Ich komm zu dir. Na los. Wo befinden die sich? Okay, es kann nur noch in meinem Zimmer sein. Auf 3. 1. 2, 3, Tante May, ich rette dich. Tante May, geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? Nur sag mir schon, was ist passiert? Peter, du bist echt Spider-Man. Oh ja, Tante May, ganz genau, ich bin es. Du musst mir sofort sagen, wo dieser eine Typ hin ist. Das ist eine Falle, der ist... Warte mal, wie eine Falle? Was meinst du? Was meinst du? Ich bin genau hinter dir. Warte mal. Was hast du mit Tante May gemacht, Mann? Green Goblin, verschwinde zurück in deine Realität. Ja, irgendwie musste ich ja Aufmerksamkeit bekommen. Wie musstest du Aufmerksamkeit bekommen? Und dann gehst du einfach in das Haus meiner Tante und haust dir einfach kaputt. Was soll das denn? Du denkst doch nicht wirklich, dass du mich besiegen kannst, oder? Natürlich kann ich dich bezwingen. Na los, nimm das. Zack. Ich kann mich nicht bewegen. Woran liegt das? Naja, 50% Spinne, 50% Netz. Ganz einfach. Denkst du nicht wirklich, dass du mich damit bezwingen kannst? Warte mal, wie hast du das gemacht? 50% Roboter, 50% Goblin. Hör auf, dich lustig zu machen, hä? Und nimm das. Zack. Oh. Peter, du musst ihn unbedingt erledigen. Hör zu, Tante May, lauf am besten raus auf die Straße zu den anderen. Da sind andere Bewohner. Na los, geh schon raus hier und versteck dich draußen, ja? Hör mir zu, Mann, ich werde dich sowas von besiegen. Auf so viel rumzureden. Handel doch. Na, ich handel doch. Zack. Wie hat dir das geschmeckt? Das war gar nichts. Das weiß ich doch selber. Zack. Bam. Oh Mann, was geht da drin nur vor sich? Ich hoffe, allen geht's gut. Hilfe. Du denkst doch nicht, dass das noch alles war. Jetzt werde ich dich dahin schicken, wo du hingehörst. Nämlich in die Hölle. Nimm das und bam. Das war für Tante May. Oh Mann, ich sollte ihn besiegt haben, endlich. Dann muss nachschauen, ob es da draußen allen gut geht. Schnell. May, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber Peter ist noch da drinnen. Ich muss noch mal rein. Ich kann Peter nicht alleine da drin lassen. Na los. Warte mal, Tante Peter. May, was machst du noch im Haus? Wir müssen hier schnell raus. Peter, dir geht es gut. Ja, mir geht es gut, aber schnell, wir müssen hier. Ey, warte, was ist das? Hörst du das? Ja, was ist das bitte? Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ihr mich besiegen könnt. Ich bin Green Goblin. Ich bin hier draußen, Peter. Pass auf, Spider-Man. Oh Mann, warte mal, Tante May, aufpassen, hier brennt. Weg
weg hier, weg hier, weg hier. Komm hier in die Ausgangstür rein. Oh Mann, pass auf, hier brennt's auch. Na los, los, den anderen Weg. Komm hier lang, komm hier lang, komm hier lang. Oh Mann, komm einfach hier die Treppe hoch. Wir schaffen's doch. Na los, los, los. Hier geht alles in Flammen auf. Wir müssen weg, müssen weg. Oh Mann, ey, was machen wir denn jetzt? Ah, na los, los, los. Oh Mann, hör zu, ich beschütze dich. Ja, ich beschütze dich. Peter, ich hab so Angst. Hör zu, Mann, hier brennt's überall. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Oh je, oh je, schnell raus. Oh Mann, geht's ihm gut? Wo ist Peter? Oh nein, ist noch im Haus. Der hat mich irgendwie mit seinem Spinnennetz oder was auch immer rausgeholt. Ich hoffe, Peter Parker, also Spider-Man, geht's gut. Ach, ich hab ihn endlich besiegt. Es war zu einfach. Und na los, ab hoch hier. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass es das war. Wie konnte er das so schnell machen? Oh Mann, das schöne Haus von Tante May, das bekommst du zu spüren. So einfach besiegt man Spider-Man halt nicht. Jetzt komm her. Na los, das ist für Tante May. Bam, ey. Und eine kriegst du noch, ey. Das ist... Peter, pass auf. Das ist die wahre Kraft von Spider-Man. Ich wusste das. Ich habe immer an dich geglaubt. Oh Mann, ich danke euch. Hör mir zu. Ja, ich bin es, Peter Parker. Schaut euch alle mein Gesicht an. Wenn ihr es schon wisst, dann ist es so. Aber ich bekämpfe das Verbrechen. Und ich bin ganz bestimmt nicht dafür verantwortlich, dass MJ irgendwas passiert ist. Stimmt's, MJ? Warte mal, wo ist MJ? Das wüsstest du wohl gern. Ah, ganz ehrlich, komm her, Mann. Na los, hier eine kriegst du noch. Bitte nicht. Bam, ey. Oh. Ah, na los, hat's endlich gereicht? Ah, du denkst doch nicht wirklich, dass du mich besiegen kannst. Jetzt werdet ihr Zeuge, wie ich Spider-Man aka Peter Parker zerstören werde. Das wirst du niemals schaffen. Oh Mann, was ist das bitte für eine Attacke von ihm? Peter, ihr wollt doch nicht wirklich in dieser Welt kämpfen. Ach, komm her, Mann. Warte mal, Dr. Strange, was machen Sie denn da oben, Sir? Ich bin hier. Peter, wir können nicht weiter in dieser Dimension kämpfen. Hier, nimm das. Zack. Warte mal, ist das ein Freund von Peter? Oh Mann, was ist das? Reisen Sie jetzt in eine andere Dimension? Alles klar, dann komm jetzt her. Oh Mann, was ist das? Oh Mann, was ist das? Und ab in eine andere Dimension. Oh Mann, wo bin ich hier? Green Goblin. Oh Mann, wo hat mich Dr. Strange hier wieder hingebracht? Warte mal. Da vorne sind die Portale und was auch immer das ist. Green Goblin, na los, zeig dich schon. Wo bist du, Mann? Wo bist du? Ich werde dich sowas von besiegen. Oh Mann, ey. Das ist für Tante Mays Haus, ey. Wo ist er nur? Wo ist er? Ich bin hier oben. Ach, Green Goblin, Mann. Ich werde dich sowas von besiegen. Das wird dein Ende sein. Ich werde dich heute besiegen. Ich, Peter Parker. Auch wenn die Welt weiß, wer ich bin. Selbst ohne meine Maske werde ich dich heute bezwingen. Das glaubst du wohl selber nicht. Auch übrigens, weil wir hier sind. Dr. Strange hat mir voll in die Karten gespielt. Er hat dir voll in die Karten gespielt? Wie? Was hat er denn gemacht, außer uns hier Warte mal. Ganz genau. Wo Dr. Strange dieses Portal gemacht hat, habe ich Tante May so eine Granate am Rücken geklebt. Wenn du nicht rechtzeitig zurückgehst, wird sie komplett in die Luft fliegen. Was laberst du für einen Unsinn? Hör auf, so blöd zu lachen. Damit wirst du nicht durchkommen, denn ich werde dich vorzeitig aufhalten. Komm her, Mann. Probier's doch. Und wie ich es probieren werde, komm her, Mann. Bleib stehen, Mann, bleib stehen. Ich werde dich besiegen, ey. Komm mit ins Feuer rein. Damit wirst du nicht durchkommen, Green Goblin. Ich werde dich kriegen, Mann. Warte ab. Ich werde kommen und dich bekommen, Mann. Na los, na los, na los, na los. Wohin rennst du, Mann? Wohin rennst du? Komm mit mir in die Höhle rein, wenn du dich traust. Und wie ich mich traue, komm her, Mann. Oh Mann, wo bin ich hier? Green Goblin, bleib stehen, Mann, ich werde dich sowas von kriegen. Warte mal, oh Mann, schnell zur Seite. Ah, aufpassen, na los, ich werde dich kriegen. Er ist da vorne reingegangen. Na los, da los, da los. Du kannst mit mir keine Spielchen machen, ich werde dich sowas von bekommen. Warte mal, wo ist er denn hin? Green Goblin. Ah, ich bin hier hinten. Oh Mann, komm her, ich werde dich sowas von bekommen. Na los, da los, da los. Warte mal, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Rechts? Oder ich glaube hier in die Mitte. Aber hier ist doch alles schwarz. Das macht einfach absolut kack. Schütz deinen Kopf. Oh Mann, aufpassen. Oh, ey, ganz ehrlich, das kriegst du sowas von? Zu spüren, ich weiß schon. Na los, verfolg mich doch. Oh Mann, ich werde dich sowas von kriegen. Ist er da echt hochgesprungen? Na gut, da muss ich wohl hinterher. Hä? Ah, ich bin oben. Hör mir zu, jetzt wird's dein Ende sein, Mann. Du bist hier in der Sackgasse, du kannst nirgendwo mehr hin. Du hast recht, dann müssen wir also kämpfen. Genau, das müssen wir. Eins, zwei... Stirb! Und ausweichen, hä? Oh, shit. Und jetzt nimmst du das, bam! Oh. Hör mir zu, Mann, Green Goblin. Was hat es damit auf sich? Was wird mit Tante May passieren, wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme? Die wird so oder so hochfliegen. Du wirst es nicht rechtzeitig schaffen. Hör auf, so zu reden! Was machst du? Gib mir deine Waffe. Ich werde dich jetzt mit deiner eigenen Waffe besiegen. Schönes Leben dir noch. Warte. Stopp. Was? Warte mal. Da kann man durch. So hat er sich also vorhin die ganze Zeit versteckt. Oh, er ist hier wohl runtergefallen. Ich sollte ihn endlich besiegt haben. Oh Mann, ich muss jetzt schnell zurück und schauen, ob es Tante May gut geht. Na los, na los, na los. Bitte, ihr darf nichts passiert sein. Na los, na los.
ich bin zurück. Dr. Strange zeigt mir schon, wo ist Tante May, Mann? Wo ist Tante May? Sag's mir schon. Hey Peter, ich habe einen Zauberspruch ausgesprochen. Keiner dieser Bösewichte kann mehr zurückkommen. Aber durch diesen Zauberspruch weiß auch kein Mensch mehr, dass du Peter Parker bist. Warte mal, keiner weiß es mehr? Okay, jetzt sagt mir alles wichtig. Wo ist Tante May, Mann? Oh, wie ich sehe, dein Anzug. Wo ist Tante May? Ganz ruhig, sie redet da hinten mit dem Letzten. Oh Mann, zum Glück geht es ihr gut. Sie erklärt ihm gerade, warum er hier ist. Dank dem Zauberspruch weiß er nicht mehr, warum er hier überhaupt ist. Ein Haus ist abgebrannt und mehr hab ich vergessen. Auch egal. Oh Mann, zum Glück weiß keiner mehr, dass ich Peter Parker Spider-Man bin. Tante May, ich bin hier vorne. Mir geht's gut, ist alles gut bei dir? Hey, Tante May. Oh, hi Peter, geht's dir gut? Oh Mann, ich bin so froh, dass dieser Green Goblin nur geblufft hat und ich bin so froh, dass es dir gut geht. Peter, was ist das für eine tickende Zeit? Oh, ich bin so froh. Warte mal, eine tickende Zeit? Wie... Was meinst du, Tante May? Warte mal, komm doch schnell weg!